An meiner Seite die Ultimate Fighter Veteran Nordin Asri. Nordin, herzlich willkommen wieder bei uns bei GMPTV. Bald steht ein Kampf von dir an und der ist richtig spannend. Also man hat schon einiges gehört, dass die Fans ordentlich ausrasten, muss man so sagen. Du wirst gegen Cengiz Daner bei Superior FC am 1.6. kämpfen. Da frage ich dich doch gleich am Anfang, was können die Fans erwarten von so einer Begegnung? Ich denke mal, du hast dir auch schon Gedanken gemacht. Cengiz ist ein guter Freund von dir. Also da ist ja Feuerwerk quasi wirklich vorprogrammiert. Ja, wie gesagt, die Fans stehen hier, ich denke mal, an vorderster Front. Also es ist ein Fight, den die Fans schon sehr, sehr lange sehen wollten, in Deutschland sowieso. Und ja, wie gesagt, Superior FC hat einfach diesen Kampf jetzt ermöglicht. Und der wird stattfinden am 1.6. Leider muss ich sagen, in Hamburg, ein geiler, sag ich jetzt mal, wäre das gewesen hier bei uns. Aber wie gesagt, in der Vorkonstellation und der ganzen Sache kriegt man ja immer hier und da was mit. Also sehr viele Leute sagen, wir lassen uns nicht davon beirren. Wir fahren auch so eine Fahrt, also wir nehmen auch so eine Fahrt auf uns und fahren auch bis nach Hamburg, um uns den Fight live anzusehen. Und wie gesagt, die Fans sind schon alle am Glühen, die freuen sich schon alle drauf. Und ja. Ja, wie schon gesagt, sobald wir es gepostet hatten auf Facebook, ging es ja wirklich, da war die Rambazamba unterwegs. Aber wie gerade schon erwähnt, er ist ja ein guter Freund von dir. Bereitet dir das irgendwie Probleme im Fight, also sprich gegen einen wirklich guten Freund bald kämpfen zu müssen, oder ist es bei euch wirklich nur Business und vor und danach seid ihr Freunde? Ja gut, also ich sag jetzt mal so, man hat immer hier und da seine Fights, sag ich jetzt mal, wo man mit gemischten Gefühlen und verschiedenen Gefühlen reingeht. Das ist ein Ausnahmeding, das habe ich vorher so auch nicht gehabt, sag ich jetzt mal. Cengiz ist ein sehr langjähriger Trainingspartner und ein Freund auch auf jeden Fall. Man hat hier und da schon ein bisschen im Leben mit ihm was zusammen, vor allen Dingen was erlebt. Und ja, wie gesagt, ich gebe es jetzt einfach mal so zurück, wie der Cengiz gesagt hat. Man hat sich hart im Sparring vorbereitet, immer miteinander, um gegen einen Gegner zu kämpfen. Wir sehen das nicht als Problem, auch quasi gegeneinander dann zu kämpfen. Also ob man sich jetzt im Sparring auf die Mütze haut oder in meinem Fight, und ja, dann kann man das auch so machen von mir aus. Wie du gerade schon erwähnt hast, Sparring, Stichpunkt Training, wie bereitest du dich auf Cengiz vor? Und vielleicht die darauffolgende Frage, was für Gefahren siehst du in der Person Cengiz als Kämpfer? Ja gut, der Cengiz ist, kommen wir mal als erstes mal darauf zu sprechen, der Cengiz ist einfach ein langjähriger Fighter in dem Business, der weiß genau, worum es geht. Der kennt hier und da die Tricks, sag ich jetzt einfach mal. Der analysiert verschiedene Fights, so wie ich meine, von meinen Gegnern auch analysiere. Und sich jetzt darauf spezifisch vorzubereiten, um zu sagen, so das macht ein Gegner, also oder hauptsächlich nur ein Gegner, das ist natürlich immer ein bisschen weit hergeholt, das würde ich nicht so sagen. Also man bereitet sich erstmal grundsätzlich auf alles vor. Und man hat natürlich hier und da seine Favorites, was der Gegner gerne macht. So, das ist so wie... Wie soll ich das sagen, wie bei mir oder wie bei jedem anderen Kämpfer auch. Beim Cengiz hat man halt schon ein bisschen so die Erfahrung aus dem Training her. Man sieht, worauf der immer in die alten Sachen oder in die alten Marotten, wo er immer wieder reinfällt. Und das versucht man dann einfach in einem Kampf für sich zu entscheiden. Und ja, um den Kampf für sich nach Hause zu bringen. Und natürlich den Titel in erster Linie. Weil der steht ja in erster Linie auf dem Vordergrund, und ich denke mal, das war einer der Hauptgründe, warum ich diesen Kampf überhaupt zugesagt habe. Das wäre die nächste Frage gewesen, der Titel, wie wichtig dir das überhaupt ist. Du hast jetzt schon minimal angesprochen, trotzdem mischen wir mal die Frage mit der Geschichte. Wie glaubst du, wird der Kampf ausgehen? Wird der über die volle Distanz gehen? Titelkampf ist ja bekanntlich länger als normal. Oder ja, gehst du davon aus, ja, wie immer einfach rein und so schnell wie möglich? Das ist auch wieder zu weit hergeholt. Ich wage da keine Prognosen zu schätzen, das mache ich auch nicht. Ich bin nicht der Fighter dafür, der irgendwie jetzt sagt, ich mache jetzt dies und jenes und der Kampf geht da und da. Nicht bei jedem Fight, sage ich jetzt mal so. Es gibt gewisse Fights, wo man das macht. Ja, bei diesem Fight werde ich das einfach aus prinzipiellen Gründen schon nicht machen. Man hat einfach einen gewissen, wie soll ich das sagen, man respektiert auf jeden Fall den Gegner etwas mehr als die anderen Pfeifen, die da draußen rumlaufen. Das muss man einfach sagen, weil man sich auf jeden Fall auch kennt halt. Und wie gesagt, so, und jetzt da Prognosen zu sagen, ein Fight ist ein Fight.
In erster Linie ist das so, du kannst nie planen und sagen, so, ich mache das jetzt und das wird auf jeden Fall fruchten. Man muss auf alles, wie gesagt, auch darauf zurückzukommen, man muss einfach darauf auf alles vorbereitet sein. Und darauf eingestellt zu sein, jede Möglichkeit zu meistern und jede Position, sag ich jetzt einfach mal, zu erkämpfen, um den Fight für sich entscheiden zu können. Und ich denke mal, auch diesmal werde ich genauso an die Sache rangehen und damit ich einfach nicht ins Fettnäpfchen trete. Also ich werde keinen Fight auf die leichte Schulter nehmen, das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Ja, und damit mir auch später keiner sagen kann, ja, dass es dies passiert und warum hast du so gemacht, weil der hat ja das und das gemacht, das ist nicht mein Style. Von außen ist es natürlich immer einfach. Ja, aber das, von außen ist es immer einfacher. Man kann immer nachhinein so und so sagen, ja, warum hat der das gemacht, ja, und deswegen ist das und das passiert. Nein, Mann, ich gehe immer vorbereitet in einen Kampf rein. Wenn ich gewinne, gewinne ich. Wenn ich verliere, verliere ich. Aber ich verliere und gewinne beides mit Anstand und das ist Nordin Asri aus dem Pride Gym in Düsseldorf und daran wird sich einfach nie was ändern und jeder von meinen Jungs, der bei mir auch trainiert, der sieht das genauso, ja, und der Rest ist einfach so, dass der Ringrichter ist dafür da, einen sauberen Kampf zu machen, die Punktrichter sind da, um einen sauberen Fight zu punkten. Ich verlasse mich da jetzt nicht drauf, aber das ist nun mal so in dem Business und ja, und so gehe ich auch an die Sache ran. Dein letzter Kampf gegen Philipp Schranz, wo du erfolgreich warst. Jetzt hatten wir ja das Duell geplant, Daniel Weichel gegen Ruben Crawford. Ist leider ausgefallen. Denkst du jetzt vielleicht schon so weit, wie gesagt, du hast gegen Schranz gewonnen, solltest du gegen Cengiz jetzt auch gewinnen? Hast du vielleicht einen von den beiden im Hinterkopf, sprich, dass du weiter im Ranking nach oben kommst? Ja, wie soll ich das sagen? Im Ranking nach oben, hin oder her? Man muss ja einfach natürlich sagen, dass... das ist einfach nicht in meiner Aufgabe, jetzt zu sagen, so ja, der wurde jetzt da vor mir geschoben und der ist jetzt hinter mir. Dafür bin ich nicht da. Ich bin ein Fighter, ich konzentriere mich auf meine Fights. Ich sorge dafür, dass ich auf jeden Fall meine Fights gewinne. Und das ist nicht in meinem Ermessen zu sagen, ich bin jetzt die Nummer eins. Die Nummer eins ist sowieso nur Gott, subhanahu wa ta'ala. Der Rest kann sich hinten anstellen. Und wie gesagt, mich interessiert das einfach nicht. Ja? Ich mache meine Fights, ich sorge dafür, dass ich meine Kämpfe gewinne. Natürlich gibt es hier und da ein paar interessante Gegner, wo man sagen kann, so ja, die könnte man eigentlich kämpfen, mal abgesehen davon, dass die 70er-Klasse fast alle von meinen Leuten besetzt ist. Also komm, fallen die ja schon mal weg. Wie gesagt, und da ist der eine oder andere, wo man sagen kann, so ja, den könnte man vielleicht mal kämpfen und so. Wie gesagt, bei mir steht ja auch noch das Wort UFC im Vordergrund. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Leider musste man einfach sagen, dass die UFC jetzt hier bei uns in Deutschland abgesagt hat. Das ist natürlich. Da müssen wir noch eine Weile warten, leider. Ja, und das ist einfach ein riesen Reinfall. Ansonsten wäre das eine gute Sache gewesen. Wie gesagt, man hat da schon mit einem Bein, sag ich jetzt mal, drin gestanden. Und jetzt ist natürlich aufgrund der Absage von der UFC jetzt hier in Deutschland, guckt man sich natürlich was hat man da für eine Alternative, wo kann man denn noch vernünftig kämpfen auf einer guten Veranstaltung, wo man einfach gute Erfolge einfahren kann und der Rest ist, liegt im Augenschein des Managers und der Referees und ich bin einfach da und mache mein Ding und wir werden sehen, was die Zukunft einfach mit sich bringt. Zum Thema Management, was du gerade ansprichst, du managst ja selbst viele Kämpfer, du hast allgemein sehr viele Kämpfer bei dir im Gym. Wie ist das bei dir mit der Zeiteinteilung, also sprich für dich selbst, um zu trainieren? Du setzt ja sicherlich auch viel Zeit darin, deine Schützlinge zu trainieren. Bleibt da genug wirklich, um auf einem Top-Level konstant trainieren zu können? Ja gut, man nimmt sich natürlich hier und da mal zwischendurch mal eine Auszeit. Ich hab verschiedene Sachen, die ich so in meinem Leben mache. Wie gesagt, Unternehmen, die ich unterstütze und unter anderem auch leite und unter anderem auch Management von meinen Jungs und so. Man guckt natürlich immer, dass man da gut mitkommt und dass man da die Jungs immer in vollen Gang unterstützt. Aber man versucht natürlich auch eine goldene Mitte zu finden, dass man nicht weit nach hinten fällt und auch selber noch konstant, sag ich jetzt mal, im hohen Level mitmischen zu können. Aber das liegt einem... Das liegt einfach im Ermessen, so wie man sich fühlt, wie meistert man das. So, wenn, ich sage jetzt mal, mit einer guten Tagesplanung geht eigentlich alles. Ne, das ist halt so das Ding. Was ich halt einfach sehe, ist natürlich, man hat top motivierte junge Kerle, ja, im jungen Alter, die quasi selber auch noch
einfach auch was beweisen wollen. Und auch davon kann man gut profitieren, wenn man weiß wie. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich auch mache. Ich nehme mir hier und da meine Auszeit auch für gute Trainingscamps und bin auch im Ausland unterwegs. Und das passt schon. Du hast vorhin das Stichwort die goldene Mitte genutzt. Allgemein giltst du als wirklich sehr ausgeglichener Typ. Immer gut gelaunt, immer ein Witz auf den Lippen sozusagen. Ist das so bei dir, ich sag mal, angeboren? Kann man sich das wirklich so vorstellen? Nordin Asri wacht morgens auf, grinst und ist gut gelaunt? Oder ist das Tagesform? Ja, das ist einfach ein bisschen von beiden, sage ich jetzt einfach mal. Man ist so oder man ist einfach nicht so. Ja? Und das kannst du auch nicht spielen. Ich sag mal so, wie lange willst du jetzt was spielen? Irgendwann mal zeigst du einfach dein wahres Gesicht so. Und ich bin einfach so, wie ich bin. Man mag mich oder man mag mich nicht. Ist mir auch scheißegal, ehrlich gesagt. Und wenn man mich nicht mag, und das ist halt einfach so. Man hat das entweder drauf oder man hat das halt nicht drauf. So, ja? Und man, wenn ich so bin, ich verstell mich nicht, sagen wir mal so. Ja? Und wenn du einfach authentisch bist, du selbst bist, da kannst du einfach nichts falsch machen. Ja? Die Leute, die dich mögen, die mögen dich, weil du genauso bist, wie du bist. Und die Leute, die dich nicht mögen, keine Ahnung, das ist mir auch egal. Also die mögen mich halt nicht, weil aus verschiedenen Gründen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich verstell auf jeden Fall nichts oder spiele irgendwas. Hervorragend, klare Worte von Nordin Asri. In diesem Sinne, vielleicht um dein eigenes Zitat mal zu benutzen, watch out, schaut euch auf jeden Fall den Kampf an, nicht verpassen, Superior FC Title Fight, Nordin Asri gegen Cengiz Daner, das wird eine ordentliche Schlacht. In diesem Sinne, bis ganz bald.